Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifu Sergi. In diesem Trainingsvideo Nummer 11 geht es um Tangiak und Bongiak, also Beinarbeit, Tritt, Abwehr. Hierzu möchte ich sagen, dass dieses Video, also dieser Workout, ist der Abschluss quasi von den notwendigen Fähigkeiten, die du für deinen ersten Schülergrad hast. Und ohne ersten Schülergrad gibt es auch keinen zweiten und dritten. Und ohne Fundament, ohne Basic gibt es auch keine fortgeschrittenen Sachen. Deswegen auch für alle Fortgeschrittenen ist es ein Muss, immer an der Basis, an den Grundtechniken zu arbeiten. Und die habe ich dir in diesem Trainingsvideo-Reihe mitgeliefert von 1 bis 11. Das heißt, nach diesem Video heute gehst du wieder zum Video Nummer 1 und beginnst von vorne. Linkes Bein ist vorne und ab hier 4 Etappen. Das Bein hoch, so wie der ist, angewinkelt nach vorne, das ist 4. Nach außen 3. Von hier aus zur Mitte Tritt 2. Drehen und Nummer 1 absetzen. 4 Stück. Also 8 Stück insgesamt, aber im 4 Takt. 4, 3, 2, 1. Nummer 7. 4. 3, 2, 1. Nummer 6, 4, 3, 2, 1. Nummer 5, 4, 3, 2, 1. Nummer 4, 4, 3, 2, 1. Dreimal noch, 4, 3, 2, 1. Zwei noch, 4, 3, 2, 1. Letztes Mal, 4, 3, 2, 1. Locker, rechts nach vorne, rechte Hand ist vorne, Mandu-Position, Arme mit Spannung nach vorne halten, auch ein bisschen in die Knie gehen, das Bein hoch, 4, 3, 2, 1, 7 mal, 4, 3, 2, 1, 6 Stück, 4, 3, 2, 1, 5 Stück, 4, 3, 2, 1, 4 mal, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, letztes Mal, 4, 3, 2, 1, links nach vorne, zack, jetzt musst du ein bisschen mehr mit Hüfte arbeiten zum Bongiak, 4 Etappen, 4, 3, 2, 1, ausrichten, 8 Stücke ab jetzt, 4, 3, 2, 1, Nummer 7, 4, 3, 2, 1, Nummer 6, 4, 3, 2, 1, 5 mal, 4, 3, 2, 1, 4 mal, 4, 3, 2, 1, 3 mal noch, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, letztes Mal, 4, 3, 2, 1, rechts nach vorne und achtmal. 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 6 Stück, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 4 mal, 4, 3, 2, 1, 3 mal noch, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, letztes Mal, 4, 3, 2, 1. Mich interessiert immer, was hast du mitgenommen? Könntest du es umsetzen? War es für dich zu leicht, zu schwer, zu schnell, zu langsam? Und darüber hinaus freue ich mich über deine Fragen im Kommentaren zum Wing Chun, zum Grundtechniken. Was interessiert dich? Ich weiß, ich habe schon ganz viele Videos gemacht mit ganz vielen Themen. Ja, aber manche Dinge lernt man durch die Wiederholung und genau, vielleicht finde ich auch andere Wörter oder andere Beispiele, um das Gleiche zu erklären. Deswegen stell deine Frage jetzt. Okay, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß weiterhin im Training. Dein Sifu Sergi. Ciao.